Willkommen zurück beim Drug Dealer Simulator, wo wir jetzt mal eben wieder ein paar Kleinaufträge machen. Ich brauche unbedingt neue Dealer, also eigentlich brauche ich nicht, aber ich möchte so sehr. So, schön vorsichtig. Nicht, dass uns gleich die Cops irgendwie über den Weg laufen, das wäre nicht so gut. Aber ins Ghetto kommen wir. Ohne Probleme. Moin. 5 Gramm Heroin. Bitteschön. Dann hier drüben. 5 Gramm Meth. Bitteschön. Dann können wir hier hinten entlang. Irgendwie relativ wenig Patrouillen heute. Fällt mir so auf. Ich meine nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Ich finde das ja ganz gut. Das macht das Ganze um einiges leichter. So, genau hier bei der Zuchtstation. Da hier mit Kohle. So, das ist Two Towers. Und dann einmal ins Ding und einmal in Kennel. Also würde ich sagen, Two Towers, dann Stink und dann Kennel, weil dann können wir da hinten über den Erdhaufen springen. Und müssen dann nur noch nach Hause kommen. Was ja vergleichsweise relativ einfach ist. Irgendwie sehe ich gar keine Cops heute. Ach, da vorne sind mal welche. LSD-Mix. Bitteschön. Sogar mit Hund. Da sollte ich so schnell wie möglich dran vorbei. Bevor die mich erwischen. Und jetzt einmal durch ganz Stink. Wenn wir schon hier sind. Ich guck mal eben. Es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Vielleicht sind die ja langsam mal fertig. 92%. Also lange dürfte es nicht mehr dauern. Die hier brauchen ein bisschen sehr lang. Ist auch nicht so leicht. Wobei ich ja immer noch nicht weiß, was dieses leicht überhaupt bedeutet. Das begreife ich nicht. Keine Ahnung. So. Immer noch keine Cops in Sicht. Ich finde das fast schon ein bisschen verdächtig. Und den Typen hier auch. Der ist mir ein bisschen suspekt. Safe so ein Undercover-Typ von der DEA. Also wenn sie mich jetzt nämlich anhalten, zahle ich einfach nur $50, weil ich nachts draußen war. Und das ist mir ja sowas von egal. Moin. So, bitteschön. Dann haben wir das mal wieder erledigt. 13.000. Naja, wenn jetzt noch ein bisschen Kohle kommt, können wir eine Eddie gleich wieder bezahlen. Das wäre natürlich schon sehr cool. Und auf die Lieferung warten wir natürlich auch noch. So, zeig mal her. Ah, Lieferung ist da. Nice. Und zwar genau bei Eddie an der Haustür. So, die sehen mich ja nicht. Weil ich übelst so ein Sneaky-Typ bin. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob es wirklich stimmt, wahrscheinlich nicht. Oh, da vorne sogar mit Hund. Wir müssen uns also auf jeden Fall beeilen.
So, einmal alles schnell einpacken. Und möglichst schnell und sicher nach Hause bringen. Sehr gut. Und ich glaube, dann ist jetzt eigentlich nur noch Kokain da, was wir halt wirklich auffüllen müssen. Der Rest ist ja relativ voll. Da können wir dann halt immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten bestellen, aber wir müssen halt nicht mehr so viel machen. LSD haben wir hier. Das ist sehr viel LSD. Aber klar, sollte auch voll werden. So, Pilze. Da müssen jetzt, glaube ich, 2 Gramm fehlen. So, Heroin und Kokain. Mal Heroin, Alter, das ist so gut, dass das jetzt voll wird. Da freue ich mich. Ich meine, wir wissen alle, es ist auch relativ schnell wieder weg. Aber auf jeden Fall haben wir erstmal eine gewisse Menge. So, 56 mal 20 Gramm Methamphetamin. Nicht mehr lang und wir müssen zweimal laufen. Das ist jetzt schon sehr, sehr eng. Eddie, geben wir gleich Bescheid. Wir wollen natürlich trotzdem zeitnah zahlen. Hier weiß ich Bescheid, 1120 Gramm. Müsste ich eigentlich direkt wieder bestellen. So, das hier wird ja nichts. So, hier habe ich nicht genug, als dass ich das schon machen könnte. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich erstmal wieder warten auf ein paar neue Aufträge. Aber warten ist immer... Ja, warten halt, ne? Das ist nicht so geil. Finde ich jetzt nicht so cool. Außer, dass ich in der Zeit mal einen Schluck trinken kann. Das ist natürlich super. Ah. Also wir sollten da schon auf jeden Fall ein paar E-Mails bekommen. Aber allzu lang sollten wir auch nicht warten, weil wir müssen ja auch noch nach unseren Pflanzen schauen. Die sind ja auch noch da. Und sollten relativ bald eigentlich reif sein. Ist aber relativ wenig los heute. So, was haben wir? Ja, das ist natürlich sehr easy. War da nicht noch mehr? Es hat doch zweimal gebingt, oder? Jo. Ich will ja sowieso zu Stink. 23 Marihuana. Kein Problem. Das machen wir eben. Und 4 Gramm LSD. Dann müssen wir nämlich bald eigentlich nur noch das Meth immer wieder bestellen. Und jedes Mal, wenn wir Meth bestellen, nehmen wir hier einfach diese kleinen Mengen mit, um das wieder voll zu machen. Also zumindest wäre das aktuell die Idee. Hier beides in die Richtung. Natürlich müssen wir vorsichtig sein. Hier haben wir gleich Nummer 1. Da sind wir die große Menge los. Und das andere ist ja, wie gesagt, hinten in Stink. Und da wollte ich doch sowieso hin.
Ja, das ist nicht gut. Dann schaue ich halt kurz nach den Pflanzen, wenn wir gerade hier hinten sind. Die ersten sollten jetzt eigentlich fertig sein. Oha! Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr dran. Da haben wir das einfach mal gemacht. Manche sind halt voller bewachsen. Ich glaube, wenn ich hier mehr Platz lassen würde, würden die besser wachsen. Aber grundsätzlich ist da einiges drauf. Das ist ja auf jeden Fall nicht ohne. Aber das Indoor, es geht halt schneller. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir so viel mehr Gewinn machen dadurch, dass sich das rentieren würde. Oh, shit. Das heißt, ich muss über den Marktplatz. Das ist natürlich eher sehr ungünstig. Der würde mich auch sehen. Immer diese Umwege extra. Kann doch nicht angehen. Aber ich muss ja sowieso hier lang. Ich muss ja den Stoff trocknen. So, packen wir das mal alles hier hin. Ach nee, ich wollte über den. Ja, warte, ich lasse aber den Rest wenigstens hier. Und lass das schon mal trocknen. Wobei ich sollte erst den Deal machen, weil das ist ein kleiner, die warten nicht unbedingt ewig. Und ich möchte sie ja doch schon möglichst zufrieden halten. So, da können wir nämlich hier hinten über den Zaun klettern einfach. Dann sehen uns auch die Cops nicht unbedingt. Tachchen. So, und jetzt können wir trocknen gehen. Ich spare mir mal kurz ein bisschen meine Ausdauer auf. Sicher ist sicher. Okay, die Luft ist rein. Dann wollen wir mal. Zum Glück ist hier kein Verkehr. Wäre blöd, wenn man einfach über die Straße rennt und überfahren wird. Andererseits wäre es natürlich auch sehr lustig. Also zumindest in-game. In echt natürlich nicht. So. Das könnte sich rein theoretisch vielleicht sogar lohnen. Ich meine, es waren weniger Pflanzen. Aber dafür grundsätzlich mal ein bisschen mehr Ertrag. Achso, der Trockner ist schon voll. Das ging tatsächlich ein bisschen schnell. So, aber ich glaube, ganz so viel wird es nicht. Achso, ja, voll, klar. Wenigstens können wir hier alles auf einmal trocknen.
Sehr gut. Dann will zufällig gerade jemand Dealer werden. Das wäre echt schön. Da würde ich mich freuen. Ja, wir müssen hier uns Respekt erlangen. Das werden wir dann alles hinbekommen. Das würden wir auch hinbekommen. Eigentlich können wir es. Das kann ja da drin bleiben so lange. Ist doch egal. Mache ich aber von zu Hause aus. Dann kann ich nämlich gleich abpacken und los. So, hier ist auch kein Kopf. So, 39 nach Stink, 22 nach Two Towers und 2 Gramm Pilze nach Kennel. 2 Gramm, 22 DMT. So, 39 Marihuana. Können wir auch demnächst wieder auffüllen. Wobei wir das eigentlich immer wieder machen können. Ist ja kein Stress. Die nächste Mail. Nochmal 29 Pilze nach Stink. Kein Problem. Nichts leichter als das. So, dann wollen wir mal. Der kleine Deal ist, glaube ich, ein Kennel, ne? Den würde ich als erstes machen, dass wir den nicht verlieren. Wobei, wenn wir eh schon hier sind, wir sollten die Wege ja trotzdem möglichst sinnvoll nutzen. So, das DMT. Sehr gut. Das klingt sehr nah. Das ist auch sehr nah. Ich sollte aber erst nach Stink. Dann kann ich wieder über den Erdhaufen nach Kennel und dann einfach zurück. Vor allem sollte ich so rum. Ach cool, der Streifenwagen ist inzwischen weg. Interessant. Bitteschön. Okay, die kommen her. Dann müsste ich mal kurz warten. Warum nehmen die den nicht fest? Es ist Polizeistunde. Der darf gar nicht hier sein. So, nochmal 2 Mails. Die ignoriere ich aber gerade. Tschüss, das war knapp. Das war ja mal echt riskant. Puh. Und hier hinten sitze ich in der Falle. Okay, da haben wir ein bisschen was verloren. Mist. Das war nicht so gut. Aber zumindest ist wieder Tag. Ist ja auch angenehm. Ah, oh Mann, $100 weg. Ja, komm doch. Würde ich niemals machen, nee. Hast du es bald, oder? Wie schaut's aus? Ja, du mich auch. So, wir müssen einmal kurz nach Hause. Wir müssen wieder neu abpacken.
So, 2 Gramm Pilze und 29 Gramm Pilze. Ärgerlich. So, 2 und 29. Was kam an Mails dazu? Ich habe gesehen, es kam was dazu. Two Towers mit Kohle. Sehr gern. Eastern Slums. Können wir dann auch machen. 8 Gramm Hero. So, dann beeilen wir uns jetzt. Vielleicht gehe ich doch erst nach Kennel. Oh, von denen halte ich mich fern. So. Überleg sie nicht anders, ich bin schon da. So, 2 Gramm Pilze. Bitteschön. Wo lauft ihr hin? Warum laufen die hinten rum? Was sollen die nicht machen? Okay, aber die sind weg. Sehr gut. Hier ist gerade auch eher ruhig. Ich muss da mal ganz schnell hin. Wo sind sie? Nicht in Sicht auf jeden Fall. So, bitteschön. Dann noch schnell zu den Eastern Slums. Und bald schwimmen wir in Geld. Wir sollten dann auch sehr bald eigentlich wieder ein bisschen Gras anpflanzen. So, dann kletter ich hier mal hinten rum. Hauptsache weg von den Cops. Hier scheint alles safe zu sein. Da vorne haben sie einen Hund. Das heißt, ein bisschen Abstand halten. Ach, da hinten laufen die inzwischen auch rum. Ist ja interessant. So, pass auf mit den Jungen. 8 Gramm, bestes Hero. So, würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Und dann machen wir Schluss für heute. Reicht ja auch mal. Wie viel Kohle haben wir gerade? 14.000. Das wird noch nicht reichen, um Eddie zu bezahlen. Aber wir müssen schon sehr bald wieder Meth bestellen. Und ich wünschte, wir könnten Meth auch selber herstellen. Das ist so Breaking Bad-mäßig, das wäre schon cool, wenn man sich so ein komplettes Labor aufbauen könnte. Wobei höchstwahrscheinlich kann man das sogar. So, die Mails, die schauen wir noch. 40 Hero machen wir dann. Kohle, darüber denke ich sehr gut. Und nochmal Kohle. Weißt du was, dann packe ich die 40 Hero noch schnell ab. Ist ja kein Problem. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Jetzt noch einen schönen Abend, mach's gut und ciao, ciao.